Suchen Sie dringend göttlichen Schutz für Ihr Zuhause inmitten der Stürme des Lebens? Heute wenden wir uns Psalm 91 zu, um ein mächtiges Gebet zu erheben, das nach der schützenden Gegenwart Gottes in jedem Winkel unseres Hauses ruft. Dies ist der Moment, um für den Frieden und die Sicherheit zu danken, die nur er bieten kann, und zu bitten, dass unser Zuhause zu einer wahren Zuflucht im Schatten des Allmächtigen wird. Bereiten Sie sich darauf vor, die Grundlagen Ihrer Familie im Glauben, Mut und in göttlicher Weisheit zu stärken, während wir inspirierende Geschichten von Schutz und Versorgung teilen, die uns an das unerschütterliche Vertrauen erinnern, das wir in Gott haben können. Beginnen wir diese Gebetsreise, indem wir Gott einladen, unser Zuhause mit seinem Frieden, seiner Führung und unendlicher Liebe zu erfüllen und es zu einem Leuchtturm des Lichts und der Hoffnung für alle zu machen, die darin wohnen. Nun bitte ich, dass wir uns alle im Geist und mit unserer Stimme verbinden, um diese göttliche Verheißung zu verkünden. Lassen Sie die Essenz dieser biblischen Passage in uns widerhallen, unsere Wesen für den Moment des Gebets, der bevorsteht, wappnend. Gemeinsam wollen wir uns in die Worte dieser heiligen Schrift vertiefen, erlauben, dass ihr Licht uns leitet und ihre Kraft unseren Glauben festigt. Dann schließen Sie sich mir im Gebet an. Die Bibel sagt im Psalm 91: Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn: Meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Denn er errettet dich vom Strick des Jägers und von der schädlichen Pestilenz. Er wird dich mit seinen Fittichen decken, und deine Zuversicht wird sein unter seinen Flügeln. Seine Wahrheit ist Schirm und Schild, dass du nicht erschrecken müssest vor dem Grauen der Nacht, vor den Pfeilen, die des Tages fliegen, vor der Pestilenz, die im Finstern schleicht, vor der Seuche, die im Mittage verderbt. Ob 1000 fallen zu deiner Seite und 10.000 zu deiner Rechten, so wird es doch dich nicht treffen. Ja, du wirst mit deinen Augen deine Lust sehen und schauen, wie den Gottlosen vergolten wird. Denn der Herr ist deine Zuversicht, der Höchste ist deine Zuflucht. Es wird dir kein Übel begegnen, und keine Plage wird zu deiner Hütte sich nahen. Denn er hat seinen Engeln befohlen über dir, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass sie dich auf Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. Auf Löwen und Ottern wirst du gehen und treten auf junge Löwen und Drachen. Er begehrt mein, so will ich ihm aushelfen, er kennt meinen Namen, darum will ich ihn schützen. Er ruft mich an, so will ich ihn erhören, ich bin bei ihm in der Not, ich will ihn herausreißen und zu Ehren bringen. Ich will ihn sättigen mit langem Leben und will ihm zeigen mein Heil. In einer Zeit, die von Unsicherheiten und wachsenden Herausforderungen geprägt ist, in der die Widrigkeiten des Lebens die Ruhe und Sicherheit unserer Wohnungen bedrohen, wird die Suche nach himmlischem Schutz immer wesentlicher. In Momenten der Verzweiflung, wenn die Widrigkeiten überzuschwappen scheinen und unseren Frieden stören, ist es entscheidend, uns an die Gewährleistung eines sicheren Zufluchtsorts zu erinnern, eines Heiligtums, wo die feindlichen Kräfte machtlos sind. Wir widmen dieses Gebet dem Ruf nach der göttlichen Gegenwart in unseren Wohnstätten, flehend, dass er unsere feste Burg wird, der Beschützer aller Herzen, die darin wohnen. Der Psalm 91 erscheint als ein Lied der Hoffnung und himmlischen Schutzes, der sich besonders hervortut, wenn wir nach einem Schild für unsere Häuser suchen. Dieser Psalm lehrt uns über die Wichtigkeit, Zuflucht unter dem Schutz des Höchsten zu suchen und preist Gott als unsere Verteidigung und Festung. Wer im Schutz des Höchsten wohnt, wird im Schatten des Allmächtigen ruhen. Dieser Vers offenbart nicht nur das Versprechen göttlicher Sicherheit und Verteidigung, sondern legt auch das Fundament eines starken Glaubens, auf dem wir unsere Bitte errichten können, wobei der Begriff des göttlichen Schutzes des Heims eng mit den heiligen Lehren verwoben ist. Herr, unser sicherer Zuflucht und unerschütterliche Festung, wir verneigen uns vor dir,
erkennen deine Größe und die Unendlichkeit deiner Liebe an. In den Stürmen des Lebens und in Momenten des Zweifels hebt sich dein Wort als Leuchtturm der Hoffnung hervor, leitet unseren Weg und stärkt unseren Glauben. Mit Herzen voller Dankbarkeit loben wir deine ständige Gegenwart, ein lebendiges Zeugnis deiner Treue, das uns versichert, dass selbst in den tiefsten Dunkelheiten und in Zeiten der Einsamkeit dein Geist uns umfängt, die Isolation vertreibt und uns ein Frieden zuteil wird, der alles Verständnis übersteigt. Indem wir unser Heim dir weihen, flehen wir, dass du es mit deiner grenzenlosen Großzügigkeit und unendlichen Barmherzigkeit umhüllst. Möge jede Ecke dieses Heiligtums von deiner göttlichen Gelassenheit durchdrungen sein, Unruhen, Angst und Furcht abwehrend. Inspiriert durch Psalm 91 sehnen wir uns danach, unter dem Schutz des Höchsten zu wohnen und Sicherheit im Schatten des Allmächtigen zu finden. Möge unser Zuhause mit deiner himmlischen Wache versiegelt sein, eine Festung gegen die Herausforderungen und Übel dieser Welt, uns gewährend, in Ruhe und Schutz unter deiner wachsamen Aufsicht zu leben. Wir erinnern uns mit Ehrfurcht und Glauben an die heiligen Geschichten, die deine ständige Wache und Versorgung zeigen, wie die Epopöe Noahs, der durch deine Gnade begünstigt und vor der Sintflut gerettet wurde. Möge unser Wohnsitz die Arche Noahs widerspiegeln, nicht nur ein Heiligtum der Gelassenheit und Erlösung für uns, sondern auch ein sicherer Hafen für jene, die uns besuchen. Geleitet von deiner Weisheit und Liebe, streben wir danach, ein Heim zu bauen, das den Stürmen des Lebens standhält, verankert im Felsen deines Versprechens der Erlösung und ewigen Wache. In diesem Moment der Einheit und Fürbitte lade ich Sie ein, über den göttlichen Schutz nachzudenken, der Ihr Zuhause bedeckt, und Ihre Gebete und Hoffnungen mit jenen zu teilen, die Ihren Raum teilen. Wenn Sie vom Wunsch bewegt werden, Ihr Zuhause als Bastion des Friedens und der Gastfreundschaft zu stärken, schreiben Sie gesegnetes Zuhause in die Kommentare. Wenn Sie Dankbarkeit für den ständigen Schutz und die Begleitung Gottes in Ihrem Haus ausdrücken möchten, veröffentlichen Sie dankbar für göttlichen Schutz. Und wenn Sie andere mit Berichten von Glauben und Optimismus motivieren möchten, tippen Sie geteilter Glaube im Zuhause. Gemeinsam bilden wir eine Gemeinschaft von geschützten Heimen, getragen vom Glauben und umhüllt von der Gnade und dem Schutz des Herrn. Stellen Sie sich ein Haus vor, in dem jede Wand mit Glaubensgeschichten widerhallt, jedes Fenster mit Hoffnung leuchtet und jede Tür sich für die Chance auf Zuflucht und einen Neuanfang öffnet. Wie können wir gemeinsam heilige Räume errichten, die uns nicht nur physisch schützen, sondern auch unseren Geist nähren, Frieden und Sicherheit für alle bringend, die eintreten? Während wir fortfahren, zu beten und Gottes Führung für unsere Häuser zu suchen, laden wir Sie ein, uns auf diesem Weg der Transformation zu begleiten, jedes Zuhause zu einem Spiegel der Liebe, des Mitgefühls und des göttlichen Schutzes zu machen. Lasst uns gemeinsam voranschreiten, Wohnstätten errichtend, die als Leuchtfeuer des Lichts in der Dunkelheit dienen, gestärkt durch den Glauben und gesegnet durch die ständige Gegenwart Gottes. Herr, inspiriert durch die Reise Abrahams, des Patriarchen des Glaubens, der sich mit vollständigem Vertrauen in deine Versprechungen ins Ungewisse aufmachte, sehnen wir uns danach, einen ebenso festen Glauben in unseren Herzen und in unseren Heimen zu nähren. Möge die unerschütterliche Überzeugung von deiner Anwesenheit und deinem Schutz das Fundament unseres Familienlebens sein. Dieser kräftige Glaube soll uns nicht nur als Individuen stärken, sondern auch unsere familiären Bindungen festigen, jede Entscheidung und jeden Schritt, den wir unternehmen, formen. Möge unsere Wohnung durch ein Vertrauen gekennzeichnet sein, das fest vor dem Unbekannten steht, jeden, der mit uns in Berührung kommt, ermutigend, auf dich, den fehlerlosen Gott, zu vertrauen. Wir erinnern uns auch an den Mut des jungen David, der mit absoluter Sicherheit in deiner Anwesenheit und Macht dem Riesen Goliath gegenübertrat. Möge diese unerschütterliche Courage in den Herzen aller wohnen, die unser Heim teilen,
und uns mit dem Wagemut ausstatten, die Herausforderungen des Lebens zu überwinden. Dass wir uns bei jeglichen Hindernissen, die sich uns darbieten, daran erinnern, dass mit Gott an unserer Seite keine Schlacht unüberwindbar ist. Möge unser Heim ein Zeugnis der Stärke sein, die im Glauben liegt, ein Raum, wo Tapferkeit über Furcht siegt, vertrieben durch die Überzeugung in deinen göttlichen Schutz. Zuletzt flehen wir um die Macht Jesu Christi an, der mit nur einem Wort die stürmischen Gewässer beruhigte, Frieden in die besorgten Herzen seiner Jünger bringend. Wir bitten, dass sein Frieden, der jedes Verständnis übersteigt, in unserem Heim vorherrscht, es in ein Heiligtum der Ruhe und Gelassenheit verwandelnd. Dass in den Stürmen des Lebens unser Heim ein Hafen der Erholung und Verjüngung werde, sicher in deinen Armen aufgenommen. Möge die Gelassenheit deiner Gegenwart jeden Raum, jedes Gespräch und jeden gemeinsam geteilten Moment durchdringen, aus unserem Haus eine wahre Zuflucht des Friedens und der Liebe machend. Ich lade jeden ein, in den Kommentaren zu teilen, wie der Glaube Abrahams, der Mut Davids oder der Friede Jesu die Atmosphäre in seinem Heim beeinflussen. Tippen Sie Glaube wie Abraham, um Ihr Engagement zu zeigen, auf Gott zu vertrauen, Mut wie David, wenn Sie sich mit göttlicher Überzeugung den Widrigkeiten stellen, oder Gelassenheit wie Jesus, wenn Sie wünschen, dass die Ruhe Christi in Ihrem familiären Umfeld vorherrscht. Mögen unsere Erfahrungen und Hingaben als Inspiration und gegenseitige Unterstützung dienen, unsere Glaubensgemeinschaft stärkend, während wir gemeinsam auf der Suche nach einem von göttlicher Gnade gesegneten Heim voranschreiten. Wie machen wir unser Heim zu einem Bollwerk des Glaubens, des Mutes und des Friedens in einer oft unruhigen und unsicheren Welt? Inspiriert von den großen Glaubensbeispielen, laden wir Sie ein, darüber nachzudenken, wie diese biblischen Lehren in unseren Alltag integriert werden können, ein häusliches Umfeld kultivierend, das Gott ehrt und unseren Geist bereichert. Lasst uns gemeinsam in der Erforschung des Einflusses voranschreiten, den ein widerstandsfähiger Glaube, unerschrockener Mut und tiefer Frieden auf unser Leben und auf jene, die wir Familie nennen, ausüben können. Himmlischer Vater, Quelle aller Weisheit und Einsicht, bitten wir um Herzen und Gedanken, die denen Salomons gleichen, damit wir unser Zuhause mit Klugheit und Gerechtigkeit leiten, auf den Pfaden, die du für uns vorgesehen hast. Möge Liebe und Mitgefühl die Säulen unseres Familienlebens sein und unser Heim zu einem Zufluchtsort der Wärme und Akzeptanz für alle machen, die unsere Schwelle überschreiten. Mögen wir inspiriert sein, Entscheidungen zu treffen, die deine Werte und Lehren widerspiegeln und eine Atmosphäre der Einheit und Harmonie fördern, die Meinungsverschiedenheiten und Zwistigkeiten überwindet. Möge unser Zuhause lebhaft deine Gnade widerspiegeln, wo jedes Wort und jede Geste die Bande der Liebe und gegenseitigen Verständnisses stärkt. Wir betrachten das Vorbild Josefs, der mit Loyalität und Sorgfalt seine Familie in Zeiten der Knappheit und des Überflusses bewahrte und gedieh. Möge seine Geschichte uns motivieren, unsere Rolle als Beschützer unserer Lieben ehrenvoll anzunehmen und die kostbaren Beziehungen zu pflegen und zu bereichern, die uns anvertraut wurden. Möge die bedingungslose Liebe, die du für uns zeigst, unser Verhalten leiten, wenn wir füreinander sorgen, uns unermüdlich bemühen, unsere familiären Bindungen zu festigen und sicherzustellen, dass unser Zuhause ein Ort gegenseitiger Unterstützung, Respekt und aufrichtiger Zuneigung ist. Mit überströmenden Herzen loben wir dich für deine ununterbrochene Unterstützung, erinnernd an das Manna, das dein Volk in der Wüste nährte. Deine Gaben, groß oder bescheiden, zeugen von deiner grenzenlosen Großzügigkeit und deiner aufmerksamen Fürsorge. Möge unser Zuhause ein Tempel der Dankbarkeit sein, wo jedes Familienmitglied deine Großzügigkeit in allen Aspekten unseres Lebens erkennt und preist. Möge das Bewusstsein deiner Versorgung uns anregen, großzügig mit denen um uns herum zu teilen,
dein Licht und deine Liebe durch Taten der Wohltätigkeit und Barmherzigkeit zu verbreiten. In diesem Moment des Gebets und der Weihe ermutige ich sie, über die Weisheit, Liebe und Dankbarkeit in ihrem Zuhause nachzudenken. Teilen Sie in den Kommentaren Weisheit in meinem Zuhause, wenn Sie göttliche Führung in familiären Entscheidungen anstreben, Liebe im Stil Josefs zum Nachdenken über die Bedeutung von Fürsorge und Unterstützung in Beziehungen oder Dankbarkeit für alles als ein Gelübde der Anerkennung und Feier von Gottes Gnaden in Ihrem Leben. Indem wir unsere Bestrebungen und Verpflichtungen zum Ausdruck bringen, können wir unsere Glaubensgemeinschaft stärken, einander ermutigen, Heime zu errichten, die Gott in allen Aspekten unseres Zusammenlebens verherrlichen. Wie machen wir unser Zuhause zu einem Spiegel des Himmelreichs, durchdrungen von Weisheit, Liebe und Dankbarkeit, angesichts der täglichen Herausforderungen? Eingeladen zu diesem gemeinsamen Glaubensweg, werden wir aufgefordert, diese himmlischen Qualitäten zu kultivieren, ein familiäres Klima zu schaffen, das uns nicht nur aufnimmt, sondern auch nährt und unter Gottes Schutz gedeiht. Lasst uns gemeinsam in der Erforschung und Anwendung biblischer Prinzipien in unserem Alltag voranschreiten, unser Zuhause in eine Festung des Friedens, der Liebe und der Dankbarkeit verwandeln, wo jedes Familienmitglied in der Gegenwart des Herrn wachsen und blühen kann. Ewiger Vater, in Momenten der Herausforderung und Prüfung erinnern wir uns an den unerschütterlichen Glauben von Paulus und Silas, die, obwohl eingekerkert und unter widrigen Umständen, dich lobten und ein Gefängnis in einen Tempel der Anbetung verwandelten. Inspiriert von ihrem Zeugnis streben wir danach, dass unser Zuhause ein Ort des kontinuierlichen Lobpreises an dich sei, eine Umgebung, in der Anbetung und Dankbarkeit unaufhörlich widerhallen, die physischen Grenzen unseres Raumes überschreiten und die Herzen derer berühren, die uns umgeben. Möge die Feier des Lobpreises in unserem Haus nicht nur in Momenten der Zufriedenheit stattfinden, sondern auch in Zeiten der Widrigkeiten, um deine Souveränität und Treue der Welt zu zeigen, die uns beobachtet. Herr, erfülle uns mit dem Mitgefühl und der Barmherzigkeit, die der barmherzige Samariter zeigte, der dem Leidenden ohne Zögern half. Möge unser Zuhause deine Liebe und Wohlwollen widerspiegeln, ein Leuchtturm der Hoffnung für die Verzweifelten und eine Zuflucht für diejenigen, die Schutz suchen. Möge die Gastfreundschaft mehr als nur eine höfliche Geste sein, sondern ein Zeugnis der Liebe und des Mitgefühls, das du uns reichlich gegeben hast. Indem wir die Türen unseres Hauses öffnen, mögen wir auch unsere Herzen öffnen, jeden so willkommen heißen, wie du uns willkommen heißt, frei von Vorbehalten oder Urteilen. Wir rufen dein Versprechen an Josua in Erinnerung, ihn immer zu begleiten, ihm Erfolg auf seinem Weg zu garantieren. Möge dieses Versprechen das Licht sein, das unser Zuhause erhält, es mit Vertrauen und Optimismus erfüllt, um die Zukunft zu meistern. Möge die Überzeugung, dass du mit uns bist, das Fundament für unsere Träume und Pläne sein, im Bewusstsein, dass wir unter deiner Führung und Segnung mutig und zielgerichtet voranschreiten können. Möge unser Zuhause durch einen aktiven Glauben gekennzeichnet sein, der uns anspornt, auch vor dem Unbekannten fortzufahren, vollkommen darauf vertrauend, dass deine Hand uns auf jedem Schritt des Weges leiten wird. In diesem Moment der Meditation und Weihe lade ich Sie ein, den Geist des Lobpreises in Ihrem Zuhause zu verstärken, indem Sie in den Kommentaren Haus der Anbetung teilen, wenn Sie sich verpflichten, Ihr Zuhause in einen Raum der ununterbrochenen Feier zu verwandeln. Wenn Sie Gastfreundschaft und Großzügigkeit praktizieren möchten, tippen Sie Aufnahme und Wohlwollen. Und wenn Sie sich an das göttliche Versprechen klammern, Sie in allen Situationen zu begleiten, wie es Josua versprochen wurde, erklären Sie Glaube an das Versprechen. Indem wir unsere Stimmen und Handlungen synchronisieren, können wir Häuser errichten, die die Liebe, Hoffnung und den Glauben widerspiegeln, den wir in Gott setzen
und uns gegenseitig sowie diejenigen um uns herum inspirieren. Wie können wir unsere Häuser zu Säulen des Lobpreises, der Großzügigkeit und des unbeugsamen Glaubens angesichts alltäglicher Hindernisse machen? Indem wir den Schritten des Glaubens und der Courage biblischer Figuren wie Paulus, Silas, dem barmherzigen Samariter und Josua folgen, sind wir motiviert, diese Tugenden in unserem häuslichen Umfeld zu kultivieren. Ich ermutige Sie, sich dieser Bemühung anzuschließen, Häuser zu schaffen, die uns nicht nur schützen, sondern auch die Majestät Gottes und seine bedingungslose Liebe für alle, die unseren Schwelle übertreten, verkünden. Gemeinsam fördern wir Räume, die durch göttliche Gnade erleuchtet sind, die unsere Handlungen leiten und unser Leben mit seinem ewigen Frieden und seiner Führung adeln. Himmlischer Vater, inmitten des Wirbels und der Spannungen des Alltags sehnen wir uns nach einem Zufluchtsort der Ruhe und des Friedens in unserem Zuhause. In den Momenten der Stille, in den Verborgenheiten unserer Zuflucht, wenn die Last der irdischen Sorgen fast unerträglich wird, flehen wir, dass du uns stets deiner beständigen Gegenwart bewusst machst. Möge unser Zuhause zu einem Paradies der Erholung und Erneuerung werden, ein heiliger Tempel, in dem sich jeder Einzelne umfangen, geschützt und zutiefst von dir geliebt fühlt. Möge in jedem Raum deine Nähe spürbar sein, uns daran erinnernd, dass es unter deinem Schutz ist, wo wir die wahre Ruhe für unsere unruhigen Geister finden. Mit dem Anbruch eines jeden neuen Tages, wenn die ersten Lichtstrahlen unsere Fenster durchfluten, beten wir, dass dein göttliches Licht unser Zuhause erfüllt, die Schatten der Unsicherheit und Furcht, die versuchen, unseren Geist zu trüben, vertreibend. Möge dieses himmlische Licht die Hoffnung und das Glück in unseren Herzen erneuern, unseren Weg mit Klarheit und Absicht erleuchtend. Möge der Tagesanbruch uns inspirieren, deine Treue und dein Versprechen neuer Anfänge zu bedenken, uns motivierend, jeden Tag mit Eifer und Wertschätzung zu begegnen. Und am Abend, wenn wir uns um unseren Tisch versammeln, um die Speisen und die Ereignisse des Tages zu teilen, möge deine Gegenwart so greifbar sein wie die Nahrung, die uns belebt. Mögen unsere Gespräche und Freuden durch die Anerkennung deiner liebevollen Begleitung unter uns durchdrungen sein, jedes Beisammensein in eine Handlung göttlicher Gemeinschaft verwandelnd. Möge die geteilte Zuneigung direkt deine Liebe zu uns widerspiegeln, die Bindungen, die uns verbinden, veredelnd und festigend. Möge unser Zuhause in jedem Augenblick und Tag ein wahres Fest der Liebe und der Gnade sein, die du uns geschenkt hast, ein lebendiger Spiegel deiner Güte und Barmherzigkeit. In diesem Moment der Reflexion und des Flehens laden wir dazu ein, darüber nachzudenken, wie Gottes Gegenwart jeden Aspekt ihres Zuhauses von der Morgendämmerung bis zur Abenddämmerung verwandeln kann. Teilen Sie in den Kommentaren Helligkeit in meinem Zuhause, wenn Sie wünschen, dass das göttliche Licht in Ihrer Wohnstätte scheint, Zuneigung bei jeder Mahlzeit, um die Bedeutung der göttlichen Gegenwart bei Familienanlässen zu betonen, oder Heiligtum der Ruhe als Versprechen, Ihr Zuhause zu einem Nest der Erholung und des spirituellen Schutzes zu machen. Indem wir unsere Erwartungen und Gebete teilen, ermutigen wir einander, Heime voll des Komforts Gottes zu errichten, Orte, wo Liebe und Ruhe reichlich gedeihen. In einem Kontext, der oft von Unruhe und Unsicherheit geprägt ist, wie stellen wir sicher, dass unsere Heime als Festungen des Friedens, der Zuneigung und des himmlischen Lichts bleiben? Indem wir uns bemühen, unseren Raum in einen Rückzugsort der Stille und Wiedergeburt zu verwandeln, inspiriert durch die ewige Präsenz Gottes, laden wir Sie ein, sich diesem göttlichen Bestreben anzuschließen. Schreiten wir gemeinsam voran in der Schaffung eines Umfelds, in dem jeder Tagesanbruch erneuerte Hoffnung bringt, jeder Abend Herzen in Dankbarkeit vereint und jede Nacht uns an die sichere Zuflucht erinnert, die Gott bietet. Teilen Sie mit uns Ihre Absichten, das Licht, die Liebe und den Frieden Gottes in Ihrem Zuhause zu empfangen,
und stärken Sie das spirituelle Heiligtum, in dem jedes Familienmitglied gedeihen kann. Herr, in deiner unerschöpflichen Weisheit und Liebe übergeben wir unser Zuhause an dich. Sei das Zentrum unseres Familienlebens, leite uns bei jeder Entscheidung und schütze uns vor jeder Gefahr. Im Namen Jesu, Amen. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, abonnieren Sie den Kanal, aktivieren Sie die Benachrichtigungen, hinterlassen Sie einen Kommentar und teilen Sie es. Ich empfehle auch, das Video anzusehen, das jetzt auf dem Bildschirm erscheint. Gottes Segen.